Glück auf und Fang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus dem wunderschönen Hühnersgrab. Hundsgrab, natürlich, nicht Hühner. Hühner sind hier aber reichlich, Moment, einmal Tastenfindung betreiben. Hühner sind hier reichlich unten drinne. Ihr seht schon, da waren noch ein paar Junge dabei, denn ich habe ganz viele Eier einfach mal hier runtergeschmissen. Und ich habe mal ein bisschen eingerichtet. Ja, Freunde. Die Wohnung des Hühnerbarons bzw. Hühnerzüchters ist eingerichtet. Da gibt es natürlich eine Badewanne, wo er sich den Hühnerdreck von den Klöten, also von den Klamotten waschen kann. Es gibt eine kleine Sitzecke mit einem schönen bunten Tisch. Jemand hat eine schöne Eiertorte gebacken hier. Die habe ich übrigens von einer Dorfbewohnerin am Hafen erhandelt. Hier zur Einweihung dachte ich mir, ne? Hier ist jetzt das ganze Krams drin, den ganze Krust, ne? Den habe ich mal hier reingepackt. Ich überlege gerade noch, brauchen wir jetzt noch irgendwas? Bestimmt. Denn wir wollen noch eine Kleinigkeit machen, eine Uhr gibt es auch, ne? Und hier geht er dann raus. Und ja, es wurde geschrieben, dass wir ja eventuell hier unten so einen kleinen Grill hin machen können, so einen kleinen Hühnergrill. Es gibt jetzt hier so einen kleinen Ofen. Da habe ich aber erstmal eine Holzkohle hergestellt für den eigentlichen Grill. Den möchte ich nämlich eigentlich ganz gerne hier hin haben. So einen richtig schönen Verkaufsstand, Grill, etc. pp, ne, sagt man ja. Warum eigentlich immer etc. pp? Ja. Gibt bestimmt wieder einige von euch, die das wissen. Gehe ich mal von aus. Also, ne, ihr seid ja da sehr belesen. Der Zordern wird das bestimmt wissen und wird dann sagen, etc. pp kommt von dem und dem Krams, ja. Aber wir bauen jetzt erstmal hier ein kleines Podest hin. Was eigentlich Podest heißt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist das Bodest. Das wurde nämlich vom Bodo erfunden, Bodo dem Deskbauer. Und das nennt sich dann halt Bodesk. Naja, wissen nicht viele, aber manche halt doch. Hier kommt der schöne Hühnergrill hin. Deshalb müssen wir das erstmal alles ausfüllen hier. Weil das Bodest besteht natürlich im unteren Teil aus, hier, ne, ihr wisst schon, Bruchstein, ganz klar. Und da kommt dann sozusagen der Hühnergrill drauf. Den werden wir auch wieder schön aus dem roten Holze machen, was ich von der Akazie geschält habe. So, also hier haben wir unser Bodest. Und jetzt gehen wir mal Hühner-Akazienholz holen. Hier oben haben wir nämlich, glaube ich, noch was. Glaube ich. Akazienholz. Vieles ist nicht mehr, ne? Also vieles ist nicht mehr. Hier noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Tropenholz geklaut aus einer Kiste, die irgendwo stand. Ich habe so viele Kisten momentan durchsucht. Ja, das ist auch schlimm. Ich muss mich aber eilen, denn wie ich jetzt mitgekriegt habe, sind zwei Sachen passiert. Einmal hat Rot-Gelb-Hundsgrab gerade eben gegen die Wilderlande gewonnen, sozusagen. 3-2, sehr schön, sehr schön. Freut sich jeder Rot-Weiß-Hundsgrab-Fan natürlich. So machen wir das, ne? Hier machen wir das wie breit? Möglichst breit. Möglichst bis hinten ran, ne? Dann haben wir... Ne, jetzt haben wir dann nicht gerade. Also wir haben ungerade. Hier ist ungerade, das ist gut. Machen wir es ruhig bis hinten ran, weil hier soll ja der Grill rein, dann sozusagen. Hier vorne kommt natürlich der Verkaufstresen dann dran gedengelt. Wo dann der Hühner Freddy da seinen Kram verkaufen kann. Achso, ich habe auch noch einen Namen gegeben. Gehen wir mal kurz hin. Ne? Also der ganze Schuppen hat jetzt einen Laden. Hier ist ein bisschen breiter geworden. Hier gibt es jetzt einen anderen Aufgang. Feld habe ich auch ganz nebenbei mal gemäht. Ne? Abgemäht. Und so sieht das Ganze von vorne jetzt aus. Ich kann mal von ein bisschen weiter gucken. Dann könnt ihr das noch ein bisschen schöner betrachten. Wie die ganze Butz jetzt überhaupt aussieht. So sieht es jetzt aus. Mit dem schönen roten Dach. Ich denke mal, ist schon ganz gelungen und passt hier schön in den Stadtteil Freihundsgrab rein. Hier, ab hier erstreckt sich ja der Stadtteil Freihundsgrab. Hier wohnen sehr viele Bauern. Hier haben wir hinten den Eichinger Hof. Noch dahinter ist die Mühle. Dann haben wir hier immer noch den Eichinger Hof. Und hier immer noch den Eichinger Hof. Aber das ist das Kornlager. Dahinter ist das Samenlager. Das hat ja nichts mit Krankenhaus zu tun oder sonst was. Es ist einfach nur so. Hier ist eine kleine Bank, wo sich der Hühnerbauer, dessen Namen jetzt hier auch steht. Er heißt nämlich Hühnerzucht von... Also er heißt nicht Hühnerzucht. Wir hatten das jetzt wieder gesagt. Er heißt natürlich Ivan Dotterbart. Ivan Dotterbart ist sein Name. Hier arbeitet er. Hier kann er dann die getöteten Hühner durchstellen. Sozusagen. Ich habe schon überlegt, dass dieses Ding hier eigentlich totaler Quatsch ist. Ne?
Das kann eigentlich weg, weil die können sich ja hier ruhig drin frei bewegen. Die Hühnchen. Dann können wir die auch gleich schlachten. Das Ding kann hier weg. Das ist eigentlich Blödsinn. So, und dann kann er sich immer so ein paar reinholen zum Schlachten dann auch. Aber wir müssen natürlich unser Plünderungsschwert nehmen. Aufnahme läuft, das ist wunderbar. So, und dann gibt es hier wieder schön Federn und ähnliches. Ja, genau. Zack. Hier sind noch zwei. Und hier ist noch eins. Wir müssen noch eine Kiste machen, wo er dann seinen Kram drin hat. Den Samen sozusagen. Aber der Samen kann eigentlich hier oben rein, ne? Das ist eine gute Idee. Und hier müssen wir noch Schilder hinmachen, was in den Kisten gelagert ist. Hier zum Beispiel Eier. Und hier Eier. Und hier Eier. Und ja, hier dann Hühnchenfleisch. Zack. Hier Federn. Und dann machen wir einfach hier oben auch noch Eier rein. 1000 Kisten voll mit Eiern. Und wenn er sich jetzt welche reinholen will, macht er hier einfach auf. Achso, wir wollten noch Samen holen, genau. Ganz wichtig, die sind ja hier hinten, entweder im Samensilo, was da hinter diesem Gebäude ist, das vollautomatische Samensilo. Oder wir nehmen einfach hier so ein paar Samen. So, nehmen wir einfach hier ein paar weg. Ja, können wir auch alle wegnehmen. Nein, alle vielleicht nicht. Nee, alle vielleicht nicht. Brauchen erstmal nur so ein paar. Zum Locken, vor allen Dingen auch. Lockeier auch genannt. Hier haben wir noch Korn, okay. Die Schafe habe ich auch erst abgemäht. Deshalb sagen die auch immer Mäh, ne? Wenn die zu oft Mäh sagen, dann wisst ihr, jetzt sind sie reif und jetzt müssen sie auch gemäht werden. So, jetzt kommt mal her. Man hält dann nämlich einfach hier mal ganz kurz die Samen hin. Und dann kommt so ein Schwung. Oh, rein. Und wenn es reicht, dann macht er einfach zu. Zack. Und die jetzt hier drin sind, naja, die sind dann leider, ne, zum Schlachten da. Wenn wir jetzt noch ein Schwert mit Flammen hätten, können wir die auch gleich braten. Das wäre noch sehr viel effizienter. Ist eigentlich auch eine ganz gute Idee, gleich ein Schwert mit Flammen zu nehmen. Mikro ist wieder zu nah dran. Naja. Ich hoffe, ich übersteuere nicht zu sehr. Hier kommen die Federn rein. Und hier kommen die Hühnchen rein. Da müssen wir uns jetzt nochmal ein paar Schilder hinmachen einfach. Nämlich hier mit Hühnchen, da mit Federn. Nehmen wir uns mal ein Hühnchen raus. So, zack. Machen das hier dran. Und den Rest packen wir wieder rein. Und hier nehmen wir uns mal eine Feder raus. Auch wirklich nur eine. Die packen wir hier rein. Und hier kommen wir dann sozusagen, das sind alles Eierkisten. Eier. Und hier oben sind auch Eier. Ne? Ja, wir machen da oben, das machen wahrscheinlich alles mit Eiern, weil Eier hat man einfach so unglaublich viele. So, und auf der anderen Seite natürlich dasselbe. Hier ist auch noch Eierkiste. Können wir die Schilder hier sogar noch verteilen. Haben wir da genug? Eins fehlt. Pass auf, dann nehmen wir das weg. Machen das hier unten dran. Das ist ja eine Kiste sozusagen. Dann sind das die Groß-Eierkisten. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal Eier hier raus. 16 Stück. Und werden da Eier dran klatschen, damit wir wissen, was da drin ist. Hier sind überall Eier drin, ne? Da sind Eier drin und da sind Eier drin. Und hier oben würde ich dann sagen, die anderen Produkte, ne? Oder machen wir hier auch noch eine Eierkiste von. Ja, und da machen wir eine Hühnerkiste von und da auch eine Hühnerkiste. Das sollte reichen dann. Haben wir genug. Und ab und zu muss man natürlich auch mal nachzüchten. Ja, wartet mal. Wenn wir die Eier alle nach oben machen. Moment mal. Wie kommt man da raus? Da müssen wir mal gucken, wo wir wahrscheinlich genau am Tisch, ne? Wahrscheinlich genau am Tisch. Ich merke schon, was es wieder wird. Wir schaffen es wieder nicht hier mit unserem schönen Hühnergrill. Was man natürlich auch Hühnerkarussell nennt, ne? Weil die Hühner da schön in Reih und Glied. Achso, da müssen wir den Tisch nochmal wegreißen. Tut mir jetzt leid auch. Weil er muss ja von hier oben an die Kisten rankommen. Das ist ja ganz wichtig, weil die Hühnervermehrung wird von oben gemacht. Ne? Dann gedeihen da auch bessere Hühner raus. Sammeln wir mal alles auf. So, jetzt machen wir mal hier. Kommen wir wieder raus, ja. Hier den Blick auf die Kisten. Da kommen wir auch noch dran an die, ja, genau. Genau, und dann brauchen wir noch mehr Schilder. Noch mehr Schilder, oh Gott. So, okay. Jetzt kommt er hier von oben auch an die Kisten ran, an alle, zum Beispiel. Und dann müssten wir hier oben nämlich die Samen reinmachen, in die Kiste hier. Da haben wir jetzt noch Federn drin, das ist natürlich total falsch. Machen wir hier die Samenkiste von. Ja, da hängen wir auch mal ein Schild dran. Quatsch. Oben müssen alles Eier rein, hatte ich doch gesagt.
Hier haben wir eine Eierkiste, ne? Wenn wir jetzt hier die Eier haben, dann geht er hier raus auf seinen Bewerfungsbalkon und dann werft er hier erstmal die Eier runter. So, ne? Dann sind die alle weg. Und dann ergibt es auch einen Sinn, wenn oben alles Eier sind. Ja, genau. Wird das schon wieder dunkel? Ne, schon noch keine 10 Minuten um. Doch, verdammt. Ach, herrje. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Ja, Schoki und der Dune sind auch da und schlafen jetzt auch gerade. Also, hier oben ist dann nicht nur Wohnraum, sondern auch noch so ein bisschen Arbeitsraum. Da kann er nämlich die überflüssigen Eier sozusagen, also alle, die hier nicht verkauft werden, die kann er oben rausschmeißen einfach. Können wir mal ein paar Eier sammeln. Das können wir auch von hier unten machen. Aber wir wollen ja das Hühnerkarussell vor allen Dingen bauen, wo sich die Hühner den ganzen Tag verlustieren können, indem sie sich drehen, drehen, drehen. So, jetzt holen wir uns einfach mal ein paar Eier. Wollen wir hier nur einmal für durchrennen? So. Ja. Ich hoffe, die haben auch so viel Platz, um mir alle aufzunehmen, weil die liegen ja wie die Hennen, ne? Also, das ist ja unglaublich. Was so ein Huhn am Tag für Eier legt, das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn die hier so hervorragende Bedingungen haben. Was hier, rein oder raus? Wenn rein, dann leider tut es mir leider leid. Okay, dann kommen hier oben, kommen nämlich keine Samen rein, totaler Blödsinn, da kommen Eier rein. Machen wir mal so. So, 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 so und so und so und so. Die nehmen wir mal wieder raus. Ja, und ihr seid jetzt leider auch des Todes. Tut mir auch furchtbar leid. Aber hier, alle Hühner, die hier reinkommen, sind leider dann auch Schlachthühner. So, dann können wir nämlich hier die Federn reinpacken, hier das Fleisch reinpacken, hinterher für die leckeren Grillhähnchen. Und hier oben kommen überall Eier rein. Überall Eier rein. Und die Samen, die müssen wir in eine extra Kiste packen. Die packen wir in eine extra Kiste und die kommt wahrscheinlich hier neben, ne? Haben wir draußen noch Kisten? Ich hab so viele Kisten, das ist der Wahnsinn. Okay, machen wir gleich. Machen wir erstmal weiter hier am Hühnerstand. Am Hühnerkarussell, hatte ich ja gesagt. Das wird unten erstmal so werden, dass wir hinten so eine Wand haben, wo die Hühner sich dann auch karussellieren können, sozusagen. Wo sie also drehen können im Kreise den ganzen Tag mit wachsender Begeisterung. Hier kommt der Eingang hin für den Besitzer. Also für den Kerl, der die Hühner dann verkauft. Natürlich, klar. So, jetzt müssen wir was haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch hiervon ein bisschen. Zack. Für den Hinterbau. Der Hinterbau ist nämlich dicht, das ist klar, weil da das Karussell ja stattfindet, sozusagen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es einteilen. Achso, hier vorne wahrscheinlich nicht. Dann, mal gucken. Ich habe mir jetzt gar nicht so große, hab da gar nicht gedacht, dass ich mir da jetzt keine großen Gedanken gemacht habe, ne? Ihr dachtet ja voll den Plan hier, der Opa, wie immer. Nein, ich habe nicht immer einen Plan. Aber das wisst ihr ja auch, kennt mich ja. So langsam kennt er mich. 6 Öfen. Da kommen natürlich jetzt die Öfen drunter, die das Hühnerkarussell sozusagen auch warm halten. 2, 3, 4. Total gut, dass wir jetzt 6 gebaut haben. Aber Öfen kann man immer gebrauchen. Das könnt ihr mal euch auf die Fahnenstange schreiben. So, auf die Öfen kommen jetzt die Spieße. Die könnten wir jetzt natürlich aus... die müssen wir eigentlich immer unterschiedlich machen, ne? Das heißt, wir können gar nicht... Wir können eigentlich nur 3 Öfen machen. Oder hier, der, dann hier eine Lücke, der, oder, ja, es wird wieder complicated. Oder wir machen es anders, wir machen einfach so und dann dünne Spieße. Das würde gehen, weil alles andere verbindet sich, kennt ihr ja, ne? Das verbindet sich aber auch mit der Wand hier. Das geht auch nicht. Oder, naja, doch, das geht. Die Karussellspieße. Sozusagen, hier kommt der erste hin. Ja, machen wir eine 3 hoch, ne? Ja, jetzt haben wir schon keine mehr da. Dann kommt jetzt hier so ein Karussellspieß hin. 1, 2, 3. Hier kommt auch so einer hin. 3. Ja. Oder wir machen einfach nur 3. Ja, wir machen einfach nur 3, dann sieht das nicht so blöde aus hier hinten in der Ecke, oder?
So und so und so und so. Da kommen dann die Hühner dran, natürlich, klar. Jetzt können wir in der Mitte natürlich keinen Karussellspieß machen, außer wir machen einen normalen, also einen dünnen. Ja, das machen wir auch so. So, Moment. Ist und nochmal ist. So, genau. Das ist also die Höhe, die wir jetzt erstmal abmauern müssen hier mit unserem Holze. Normal muss das ja mit Alu sein, ne? Aluholz, aber Aluholz wächst hier nicht. Das wächst nur in, ja, Schwarzstein. Aber das ist ein Gebiet, das gibt es gar nicht. Haha. Okay, so hoch wird die Hütte. Der Hühnergrill. Na, so hoch wird der Hühnergrill sozusagen. Guck mal von unten, wie dämlich das aussieht. Es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Und da kommen jetzt die Hühner dran, natürlich, ganz klar. An den Grill. Die müssen wir erstmal grillen, ist der Witz. wir haben hier Holzkohle drin. Davon nehmen wir jetzt mal die, oben die Hälfte weg. Ich habe vor, ich glaube, es war in einer der ersten Folgen, hatte ich mal von einem Hühnerkarussell geredet. Und das dann mal so lecker riecht und man dann jedes Mal im Grunde denkt, oh, lecker, Hühnerkarussell, total gut. Und das fällt mir ein, ich brauche viel mehr Schilder. Das heißt, wir brauchen Leder. Gucken, wo wir das finden. Zur Not müssen wir ein paar Kühe schlachten, um Hühnerkarussell zu bauen. Das ist auch eine ganz merkwürdige Begebenheit. Hallo, die Hunsgrabber Burger sind übrigens alle noch sehr begierig auf die Zeitung und treiben sich in den letzten Tagen viel hier am Strand rum. Na, könnt ihr hier sehen? Da überall am Strande sind sie in Gange. Ich glaube, die schlechte Stimmung, die hat sich so ein bisschen gegeben, weil sie merken, dass ihr Bürgermeister gerade sehr viel für sie tut. Zumindest tut er so, als wenn er viel für sie tut. Und ja, dadurch, dass wir jetzt den Hunsgrabber Boten haben, sie können auch so Fehlinformationen wie irgendwelche Döniken, was ich, dass ich mir die Haare färbe oder so, ne? Die können überhaupt nicht mehr durchdringen ans Volk, sondern die werden gleich mit den richtigen Nachrichten versorgt. Zum Beispiel nicht, Bürgermeister ist jetzt gerade mal wieder unterwegs, um sich eine neue Yacht zu kaufen oder so. Nein, da steht dann, er ist gerade unterwegs, weil er die Hunsgrabber in den fernen Landen verteidigen muss. Und Feinde abwehren muss. Und den Kult, den kennen sie ja auch alle. Oder aufpassen muss, dass der schwarze Drache nicht wiederkommt oder so. Damit können die was anfangen. Da stehen die ja auch zu einem. Jetzt aber gut, ja. Gebt mir euer Leder, ihr Kühe. Ich muss mein Auto polieren. Würde dann zum Beispiel so ein Gerücht sein, ne? Hunsgrabber Bürgermeister schlachtet Kühe, um damit mit dem Leder seine Autos zu polieren. Aber ist ja gar nicht so, er schlachtet Kühe, um daraus einen Hühnergrill zu bauen. Ein Hühnerkarussell. Wie kommt diese Kuh da hoch? Fragte sich der Mann. Oh. Plutsch hat's gemacht. So, wie viel Leder haben wir denn jetzt? gar keins. Weil wir auch keinen Platz für Leder hatten. Aber jetzt müssen wir den Weg nochmal zurückrennen. Und hoffen, dass wir das ganze Leder noch wiederfinden, was wir jetzt hier in dieser ganzen Kuhrei. Ist hier irgendwo Leder? Hab ich hier irgendwo Leder von meinem Leder liegen lassen zufällig? Ja, kommt alle da nieder. Ja, na, ich brauche das Leder ja, um daraus schöne Bilderrahmen zu machen. 29 Stück, 29 Bilderrahmen, das reicht auf jeden Fall. Wir nehmen noch ein paar mit. So, zack, 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 zack. Dich auch noch. Haben auch gleich ein paar Steaks. Ach, die kleine Kuh wird natürlich nicht geschlachtet. Deshalb schlage ich ja nur in der Höhe. Da schlage ich nämlich über die kleinen Kühe rüber. Lass mich doch mal raus. Nein, ich habe deine Mutter nicht getötet. Unglaublich. Immer diese Vorwürfe. So, Tintenfisch. Nein, jetzt nicht. Ach, Herr Jemine. Haben wir wieder einiges an Fleisch für mich. Das können wir eigentlich gleich mal in die Fleischerei bringen. Die ist ja hier. Also in den Fleischgrill. Das hier, lecker, der Fleischgrill. Wie kein Brennholz zum Fleischgrill. Das kann ich dir nicht geben, das brauche ich jetzt gerade noch. Hier nirgends mehr, wo ist die ganze Kohle hin? Oh, Hühnchen. Okay, wir tauschen. Das tauschen wir mal. Hier, das hier. Gegen, nee, gegen Steaks nicht. Damit brennen wir jetzt hier mal die Steaks, genau. Guter Tausch. Und dann nehmen wir uns die Hähnchen. Die hier nehmen wir uns mit für den Hähnchengrill. Ja, für den Hähnchengrill.
ein paar lasse ich da, okay. Ja, die Schweinefleisch? Hier wird doch nicht Schweinefleisch verkauft. Wer kommt denn darauf, dass hier gegrilltes Schweinefleisch verkauft wird? Das ist illegal. Ach, nee, die Hundsgraber. Das ist schon so eine Bande. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Wir gehen erstmal hoch. Da hängt immer noch der Zaun ab. So, jetzt gehen wir erstmal hoch und machen Folgendes. Jetzt mal hier in die Kiste so ein bisschen was rein, was wir gerade nicht brauchen. Das ist eine gute Idee, oder? Hatte ich doch mal eine gute Idee. Zum Beispiel Steine brauchen wir erstmal nicht. Öfen brauchen wir keine mehr. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und dann machen wir uns jetzt Schilder. Aus Holz natürlich. Hier, ne? So. Zack. 55. 6 ist eigentlich ein bisschen wenig sogar noch. 6 ist eigentlich ein bisschen wenig, weil wir brauchen ja pro Spieß schon 6. Wir brauchen also noch 3. Pass auf, wir haben ja noch ein bisschen Holz. Machen wir nochmal, keine Ahnung, nochmal 6? Nee. Ist sowieso falsch, weil ich ja Stickies brauche. Arg. Oh, ein paar Stickies. So. Du kommst da wieder runter. Manche Sachen dauern immer so unglaublich lange. 1, 2, 3. Nochmal 3. Und dann können wir ruhig alles reinpacken. Zack. Und nochmal 3. Sehr schön. Ach ja, dann können wir nämlich die Schilder ans Karussell hängen. Ans Hähnchenkarussell. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne? Oder oben keins dran. Dass wir oben dann die Achse noch so rausgucken haben, ist eigentlich schöner, ne? Da kommt der Mann ja auch gar nicht dran, wenn die so hoch hängen. So, und da kommen jetzt die Hähnchen dran, die schon fertig gebraten sind. Ja, die werden natürlich dann immer so aufgehängt. Sind ja immer so auf dem Hähnchenkarussell, ne? Immer mit dem Hintern nach unten aufgespießt, natürlich, klar. So. Wunderbar. Und hier unten kommen die Hähnchen rein. Das teilen wir uns jetzt mal in 3 Stacks auf. Ja, es ist nicht so toll aufgeteilt. Aber es geht so, ne? Du kommst da rein. Da kommen natürlich auch gleich jetzt so ein paar Hähnchen rein. Keine Ahnung. So. Und noch ein paar hiervon dazu. Damit das ungefähr gleich ist. So, 18 da rein. In den Automaten. Dann, hier kommen auch welche rein und ein bisschen Kohle dazu. Und hier kommen auch welche rein und ein bisschen schöne Holzkohle dazu. Lecker. Na, dann haben wir hier unseren Hähnchengrill. Könnten eigentlich die anderen Öfen, die könnten wir hier noch so außen hinsetzen, wisst ihr? Es ist schon wieder dunkel, wir müssen wieder schlafen, verdammt. Ich wollte den so gerne fertig haben, aber so 20 Minuten sind echt keine Zeit. Das ist nichts. Ich gehe mal schlafen. Nach einem langen, harten Arbeitstag, naja. Ach ja. Gut, also ihr wisst, was ich im Grunde damit vorhabe, ne? Mit dem Hähnchengrill. Habe ich den nicht hier reingepackt? Ne, eine höher, ne? Da. Ein Ofen noch. Wir brauchen aber noch mindestens 2, 3 Stück noch oder so. Ist nochmal einer. Jetzt haben wir 2, wir brauchen noch einen Ofen. Haben wir hier noch irgendwo Stein rumoxidieren? Ja, ich habe da extra so viel geholt. Extra 3 Steaks oder so aus dem Laden gekauft. Nicht 3 Steaks. Das ist zu wenig. So passt es. So, dann haben wir 3 Hühnergrille. Wir brauchen noch einen. Mindestens 4, ne? So, 4 Hühnergrills. Die kommen jetzt so von den Seiten. Von den Seiten hier dran gebämselt. Einer noch hierhin. Einer noch dorthin. So, dann kann auch Feuer dran gemacht werden, ne? Und so und so. Und hinten müssten eigentlich auch Hühnergrills hin, oder? Ja, normalerweise schon. Aber es ist schon ganz in Ordnung so. Ich denke mal, es ist schon ganz in Ordnung so. Da oben gehen die Stangen raus. Da muss natürlich jetzt die Decke drauf. Und die machen wir wieder aus dem roten Holze. Hep. Oh, das war ein super Sprung. Aus dem hier habe ich Erde dabei. Ein.
Einerde ist natürlich ganz grandios. Aber es reicht. Aber es reicht. So, da kommt hier ein kleines Dach drauf. Juhe. 23 reicht auch wieder nicht. Aber egal. Das Dach hier oben drauf. Zack. Zack. Und ich werde jetzt nicht jedes Mal springen. Ah, Mist. Mist die Kack, meine ich. So. Und ja. Ja, so in der Art, ne? Jetzt muss ich doch jedes Mal springen. Egal. Ich brauche noch Akazienholz. Hurra, Eureka. So, da haben wir nämlich dann schon mal den Grundstock für den Grill gelegt. Der ist verkehrt rum. Da müssen dann auch noch so Stämme rein. So. Und dann da unten nochmal. Und nochmal hier. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Schön Musik gerade, ne? So mittelalterlich. Ja, und dann geht es tatsächlich wahrscheinlich morgen am Palast weiter. Eine sehr schöne Sache. Denn der liebe gute Tomcat hat sich bereit erklärt, wahrscheinlich, wenn wir am Palast weiter, also wenn am Palast weiter zu bauen, damit wir hier schön weiter in Hundsgrab basteln können. Vor uns hin. Ja, ist noch ein bisschen, im Grunde könnte das Ganze hier ein zurück. Aber so steht der Typ mit den Hähnchen nicht so weit an dem Grill dran, oder? Aber im Grunde könnte schon noch einen weiter zurück. Weil diese Grills sind ja immer nicht so breit, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Die sind ja immer recht schmal eigentlich. So. Kann das nochmal weg? So ist besser. So ist auf jeden Fall besser. Dann kann hier vorne nochmal... obwohl... Der muss natürlich sowieso weg. Ne? Und dann kommt hier vorne ein Gitterwerk hin für den Hühnergrill. Und hier vorne dann die Ablagetheke. Ich glaube, ich habe ja irgendwo noch eine Werkbank. Ja, da. Zack. Die Ablagetheke, wo man dann die Teller draufpacken kann. Oder so, ne? So, so und so. Hier kommt eine Tür rein. Und hier kommt dann so ein Balkenwerk drauf, wahrscheinlich. Ja, mal sehen, ob wir das hier noch so lassen, dass es so zu ist. Hinten muss es schon zu sein, damit sich die Wärme hier so ein bisschen staut, ne? Und guck mal, da sind die Hähnchen schon fertig und die kann man dann hier mal so schön dranhängen. Ta gut. Ah, und oben muss ein Dach noch drauf. Ja. Ich überlege gerade, aus was ich das Dach mache. Eigentlich aus Wolle, ne? Eigentlich aus roter Wolle. Rote Wolle haben wir da hinten. Okay, ich mache das mal fertig. Ich knüppel da oben nochmal rote Wolle rein, damit wir morgen dann nämlich zum 3M-Land-Palast eilen können und da weitermachen können. Den einen Adblock, den nehme ich auch wieder mit, damit er auch immer schön mein Inventar verstopft. Also alles weitere morgen hier vom Hühnergrill. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und sage, liebe Leute, viel Spaß am Hähnchenkarussell. Nein, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.